Der Herr Seidler, Vorstandsvorsitzender vom BDS in Wiesloch, Bund der Selbstständigen. Sie haben das in die Wege geleitet, dass hier Polizei, Landeskriminalamt hierher gekommen ist? Ja, richtig. Das Thema Einbruch, Wohnungseinbrüche, ist ein immer stärker zunehmendes Thema. Man hört es tagtäglich in den Medien, man liest es tagtäglich in der Lokalpresse, in den Zeitungen. Immer mehr sind betroffen. Vor kurzem war ein Fall bei uns in der Nachbarschaft. Dann dachte ich, soll man mal so eine Informationsveranstaltung machen. Die Polizei macht da verschiedene Veranstaltungen. Veranstalter ist heute Abend die Präventionsstelle der Kriminalpolizei in Mannheim. Und wir als BDS Wiesloch, Bund der Selbstständigen, haben dort angefragt. Und die kommen gerne auf unsere Einladung, um die Bevölkerung zu informieren. Was kann man tun für mehr Prävention, um die Einbrecher ein bisschen mehr zu ärgern. Was haben Sie selbst für einen Tipp, was Sie machen würden, wenn Sie Ihr Haus verlassen? Erstmal abschließen, heute Abend erstmal gut zuhören, viele Tipps mitnehmen und als Laie, sage ich mal spontan, hoffen auf eine gute Nachbarschaft. Die Dinge, die man sonst tun kann, abschließen, Fenster zumachen, das Alltägliche quasi, daran denken. Ich glaube, das daran denken ist das Wichtigste. Und da bin ich mal gespannt, welche Tipps wir heute Abend noch hören von der Polizei. Letztes Wort noch an die Zuschauer, BDS Bund der Selbstständigen. Das ist eine große Familie, die sich untereinander hilft bei Gewerbetreibenden, egal ob klein oder riesengroß, richtig? Richtig, genau. Bund der Selbstständigen ist ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen und Unternehmen. Es geht darum, sich gegenseitig zu vernetzen, unterstützen, Networking, wie es auf Neudeutsch heißt, sich ja, kurz zu schließen, auszutauschen in Gesprächen, sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, aber vor allem auch möchte der BDS eine Interessensvertretung sein gegenüber der Politik. Auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene. Wir vom BDS Wiesloch, vom Bund der Selbstständigen, sind im Kreisverband Rhein-Neckar. Und der Kreisverband gehört zum Landesverband BDS Baden-Württemberg. Ich lade herzlich alle ein, unsere Homepage zu besuchen, bds-wiesloch.de, sich anzumelden bei unserem E-Mail-Verteiler und zu unserer nächsten Veranstaltung zu kommen. Die nächste Veranstaltung wird im Mai sein zum Thema, wie komme ich an öffentliche Ausschreibung dran. Wir machen regelmäßige Mittagstische und wir planen im November schon eine Veranstaltung zum Thema Testament, Vorbereitung etc. Haben Sie auch einen Unternehmerstammtisch, wo sich Gewerbetreibende treffen? Ja, in unregelmäßigen Abständen treffen wir uns Tens, heute nach der Veranstaltung zum Beispiel, aber wir treffen uns auch regelmäßig zum Mittagstisch in verschiedenen Lokalitäten in und um Wiesloch. Auch hier herzliche Einladung an alle Interessierte, völlig unverbindlich und auch kostenlos. Ihre Telefonnummer, wenn jetzt spontan jemand bei Ihnen anrufen möchte? 06-3x2-959-1010, 06-3x2-959-1010 oder meine Kontaktdaten finden sich auf der Homepage von BDS Wiesloch, wie gesagt bds-wiesloch.de. Vielen herzlichen Dank für das Interview, weiterhin sehr viel Erfolg. Vielen Dank und schön, dass Sie da sind. TV Überregional ist jetzt hier im alten Rathaus in Wiesloch am Marktplatz. Hier findet wieder eine wichtige Veranstaltung statt. Mein Name ist Patricia Wickert vom Polizeipräsidium Mannheim und da speziell von der Beratungsstelle in Heidelberg. Mein Name geht heute um Einbruchschutz. Wie schütze ich mein Haus, meine Wohnung, damit die Täter eben keine Chance haben reinzukommen? Diejenigen, die jetzt nicht hier sind, was können die als erste Maßnahme machen, dass sie sich daheim ein bisschen sicherer fühlen? In erster Linie geht es heute auch darum, was wir den Leuten mitgeben möchten, dass sie schauen, was haben sie an Sicherungstechnikmaßnahmen zu Hause schon gemacht, sprich mechanische Sicherungen, Widerstand dem Täter entgegenbringen. Klassisch natürlich sind die Fenster und die Türen gut gesichert, Haustüren mit Mehrfachverriegelung als Beispiel genannt oder bei den Fenstern mit den sogenannten Pilzköpfen in Verbindung mit dem abschließbaren Fenstergriff. Das sind die Standards. Wenn man abends weggeht, vielleicht hat man ja auch Nachtschicht oder will mal irgendwo in der Gaststätte, soll man das Licht anlassen? Ideal wäre es, dem Täter mal vorzutäuschen, dass jemand zu Hause ist, weil in der Regel möchte er nicht reinsteigen, wenn jemand da ist, weil er entdeckt werden könnte. Also wenn man dann irgendwo ein Licht brennen hat, kann das ein Vorteil sein. Kommt wieder die Zeit, wo wir Hunde brauchen? Ein Hund ist eine schlechte Alarmanlage. Weil letztendlich jeder mit dem Hund gut umgehen kann, auch die Täter. Und wenn der Hund nicht wirklich geschult ist als Schutzhund, was beim Haushund oft nicht der Fall ist,
ist es ein schlechter Ratgeber für den Einbruchsschutz. Also heißt das zum einen mit dem Hund zur Polizei gehen, zum Polizeitraining, wenn es sowas angeboten wird, oder zum Hundeverein? Es geht heute um Hund, sollte ich vielleicht einfach in die Hundeschule gehen. Eher, dass das Herrchen, das Frauchen weiß, wie mit dem Hund umzugehen, nicht dem Hund alles zu verbieten, weil der Hund weiß instinktiv, was er zu tun hat. Das wird er oft aber zu Hause abtrainiert. Also in die Hundeschule, damit man wieder weiß, was kann der Hund und was kann ich als Frauchen oder Herrchen machen. Die Polizei bietet sowas nicht an. Das nächste ist, nach den Terminen schauen von diesen Events wie heute. Es gibt einmal diese Veranstaltungen wie heute im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, veranstaltet das Polizeipräsidium Mannheim solche Informationsveranstaltungen oder eben bei den Beratungsstellen im Standort Mannheim oder im Standort Heidelberg direkt anrufen, dass wir auch eine individuelle Beratung bei den Leuten vor Ort machen. Das ist ganz egal, ob die Leute in Miete wohnen, ob das Eigentum ist oder wenn es sogar eine Gewerbegeschichte ist. Die wichtigste Botschaft für die Leute wäre, wenn sie das Haus verlassen, dass sie ihre Türen nicht nur zuziehen, sondern bitte auch wirklich zweimal abschließen, damit es auch funktionieren kann, dass die Tür hält. Und die Fenster bitte nicht gekippt lassen, weil ein gekipptes Fenster ist immer offen, die Fenster alle schließen. Und wenn die Nachbarschaft dann noch auf einen rüber und rüber guckt und sieht, da tut sich was, obwohl man weiß, der Nachbar ist verreist, dann ist das ideal. Man sollte sich nicht scheuen, sich bei uns zu melden, dass wir die Vorortberatung machen und nicht einfach denken, bei mir passiert schon nichts, bei mir ist nichts zu holen. Den Täter interessiert es letztendlich nicht, ob bei jemandem was zu holen ist oder nicht. Das merkt er erst, wenn er drin ist. Und wenn er drin ist, dann ist der Schreck bei den Leuten ganz groß und der Schock ist auch da, weil die Privatsphäre letztendlich verletzt ist. Deswegen wirklich gucken, dass wir ihm Hindernisse in den Weg werfen, dass er nicht reinkommt. Meine Telefonnummer wäre jetzt hier für den Bereich Wiesloch, sind wir im Standort Heidelberg zuständig. Das ist die Mannheimer Vorwahl, weil wir das Präsidium Mannheim sind, 0621 174 1234. Da ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Oder auch die E-Mail-Adresse beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de. So, und jetzt noch ein Wort zu unseren Zuschauern. Sollten Sie tatsächlich mal Geräusche vernehmen bei der Nachbarschaft oder schlimmsten Fall im eigenen Haus, am Abend, in der Nacht oder auch tagsüber im anderen Stockwerk, dann machen Sie bitte nicht den Fehler und verhalten sich plötzlich völlig ruhig. Sie werden laut, Sie machen, wenn es Nacht ist, Licht und Sie rufen bitte sofort die Polizei über die 110 an. Bitte nicht den Täterkontakt suchen, aber sich auch nicht vom Täter verstecken. Der darf ruhig flüchten, wenn er merkt, dass es laut ist, aber dann haben wir auch die Möglichkeit, ihn zu fahnden, weil Sie als Zeuge ihn weglaufen sehen können. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Zu der heutigen Veranstaltung zusammen mit der Polizei einzuladen, um Sie, die Bürger, zu informieren. Ich wünsche uns heute einen innovativen Abend und danke den beiden Referenten, dass sie heute gekommen sind. Und vielleicht noch ganz kurz zum Bund der Selbstständigen. Wir sind ein Zusammenschluss aus Unternehmern, Unternehmerinnen, Unternehmern und Unternehmen aus dem Raum Wiesloch. Wir sind organisiert im Kreis Landesverband BDS Baden-Württemberg und unser Ziel ist es, Unternehmervertretung für kleine, größere und mittlere Unternehmen zu sein. Wir wollen Netzwerken, wir wollen uns austauschen und uns einfach vernetzen. Danke nochmal, dass Sie gekommen sind und übergeben einfach an die Referenten. Der Frau Wickert und Herr Schönen. Dass Sie durch die Einladung uns als Referenten deutlich gemacht haben, dass Ihnen das Thema Einbruchsschutz auch wichtig ist und es auch in die Bevölkerung auszutragen. TV über